Ich bin heute zu Gast bei der Pier und heute in der Fahrradstation hier am Hauptbahnhof und spreche mit Herrn Schellberg, der wirklich ganz viel geleistet hat in den letzten Jahren, hier viele, viele Menschen in Arbeit zu bringen, aber auch zu motivieren, etwas für die Stadt zu tun. Herr Schellberg, erzählen Sie. Ja gut, wir haben uns auf den Weg gemacht mit vielen kleinen Projekten im Bereich Mobilität, im Bereich Freizeit und Tourismus, um Möglichkeiten zu schaffen, in den Menschen, die im Augenblick keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben oder eine neue Perspektive suchen, Räume finden, wo sie sich einbringen können, wo sie mitgestalten können und wo sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können in die Entwicklung unserer Stadt. Und Sie beschreiben ja auch, dass es sehr schwierig ist, weil man immer in Projekten arbeiten muss und nicht so eine Kontinuität hat. Vielleicht erzählen Sie nochmal, was Sie sich da wünschen. Also das ist immer das Problem der Finanzierung. Also es läuft im Prinzip auf Landesebene und auf allen Ebenen läuft es immer viel über Projektfinanzierung. Und wir brauchen eigentlich hier einen etwas längeren Atem für die Aufgaben, die wir haben. Wir müssen längerfristig an Dingen arbeiten, sei es an den Stadtentwicklungsprojekten wie Mobilität, Freizeit, Tourismus, das sind keine Themen für ein Jahr, sei es aber auch an den Perspektiven, die Menschen suchen. Und auch das findet nicht von heute auf morgen statt, sondern da brauchen Menschen auch eine gewisse Sicherheit, sich einbringen zu können, wieder ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, Neues hinzuzulernen und so. Das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit und deswegen muss man, glaube ich, die Projektfinanzierung im sozialen Bereich ein Stück zurückdrängen und wir müssen auf Kontinuität achten. Wir müssen Netzwerke schaffen, in denen wir gemeinsam Ziele finden und diese längerfristig verfolgen. Das Langfristige haben Sie ja ganz gut gemacht, dass Sie auch Dinge, die sozusagen vor 10, 15 Jahren noch nicht üblich waren, eingeführt haben, die es heute schon viel mehr gibt, wie hier die Radstation, ist ja eine der ersten gewesen, oder Einkaufsdienste für Menschen. Auch das ist etwas, was jetzt wieder mehr kommt. Ist das so etwas, was Sie sich da vorstellen? Also wir haben es eigentlich geschafft, den Widrigkeiten zum Trotz da eine Kontinuität reinzubringen. Also wir sind eigentlich viel damit beschäftigt, die jeweiligen Fördermöglichkeiten, die jeweiligen Dinge so zusammenzukriegen, dass wir so langfristig an den Projekten arbeiten können. Und das sind ja Projekte, vor 10 Jahren hat noch jeder gesagt, ja was wollt ihr denn? Und heutzutage haben wir alle verstanden, dass genau diese Dinge notwendig sind. Stärkung des Radverkehrs, mehr Service im Bereich von privater Logistik, ich lasse was einkaufen, ich lasse was bringen und so. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen Bus und Bahn und Fahrrad fahren, dann müssen wir da einfach Service ranbringen. Und wir brauchen auch mehr Menschen in der Stadt. Und für die weitere Erweiterung oder für neue Bereiche, um die zu erschließen und eine Kontinuität zu schaffen, da wünschen Sie sich doch auch, dass wir gemeinsam in der Stadt, mit den Behörden, Ziele formulieren und die dann versuchen umzusetzen, dass man die Förderschöpfe auch ein bisschen mehr bündelt. Habe ich das richtig verstanden? Wir brauchen ein gutes Netzwerk. Mhm. Also wir brauchen von allen Beteiligten den Willen, gemeinsam zu agieren, zusammenzuarbeiten und unsere längerfristigen Ziele im Blick behalten. Mhm. Dazu brauchen wir ein Netzwerk, wo wir eng zusammenarbeiten, wo wir gegenseitig gucken, was brauchen wir, wie kann es funktionieren, wie finden wir Lösungen, wo alle sich einbringen können und wo wir einige Verwaltungshürden und einige Projektfinanzierungshürden einfach gemeinsam umschiffen und nicht jeder damit alleingelassen ist, sozusagen nur für seine Einrichtung das zu finden, was gerade noch so funktioniert. So stelle ich mir das eigentlich vor, so quasi so ein runder Tisch für die Kontinuität. Ja. Würde mir das sehr wünschen, dass ich das mit Ihnen gemeinsam gestalten kann. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.